Habt ihr auch von diesen Schlagzeilen gehört und gelesen? In Tampons sollen tatsächlich gesundheitsschädliche Stoffe drinstecken. Das ist insofern sehr brisant, weil sehr viele Menschen Tampons benutzen als Menstruationsprodukt. Bis zu 12 Millionen in Deutschland. Das bedeutet umgerechnet, dass du vielleicht 7500 Tampons nutzt in deinem Leben. Und die Brisanz wird noch gesteigert, weil die Vaginalwand, da wo ein Tampon zum Liegen kommt, sehr, sehr stark durchblutet ist. Demnach werden diese Stoffe sehr schnell in den Körper abtransportiert. Aber was es überhaupt mit den Schlagzeilen auf sich hat, wie die Studienlage ist, was das für dich bedeutet und auch für deine Gesundheit, das klären wir jetzt in aller Ausführlichkeit in diesem Video. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner. Ich bin Gynäkologe und mit diesem Kanal möchte ich eigentlich dir helfen, dir selbst besser helfen zu können, indem ich dir einfach mein Fachwissen vermittle und das Ganze verständlich. Alles, was du dafür tun könntest, um mir Danke zu sagen, wäre ein Klick hier unten bei Abonnement. Da würde ich mich sehr freuen. Ein Forscherteam aus Amerika hat sich dieselben Gedanken gemacht. Ein Stoff, der an einer sehr gut durchbluteten Stelle liegt, auf eine lange Sicht im Laufe eines Frauenlebens, da müssen wir doch nochmal genauer hingucken und mal eine Studie machen. Gibt es Stoffe in Tampons, die gesundheitsschädlich sein können? Also ist das Forscherteam hingegangen und hat aus der EU, London, Athen etc. und auch in Amerika verschiedenste Tampons gekauft, verschiedener Marken und Produktlinien. Getestet wurden auch Bio-Tampons und die synthetischen Tampons, also das ganze Potpourri an Tampons, die es so für den normalen Menschen zu kaufen gibt. Letztendlich waren das 24 Tamponprodukte von 14 unterschiedlichen Marken, also schon relativ breit gefächert. Diese Tampons wurden genommen und auf 16 verschiedene Metalle untersucht. Cadmium, Barium, Arsen, aber auch Blei, Quecksilber, Calcium und noch einige mehr. Insgesamt waren das dann 60 Analysen und siehe da, in allen Tampons wurden eben diese Metalle in einer ausreichenden Konzentration entdeckt, nachgewiesen. Und das Perfide ist, dass auch wirklich nachweislich toxische Metalle, wie zum Beispiel Blei oder Arsen, in sogar relativ hohen Konzentrationen gemessen wurde, gerade wenn es um das Thema Blei geht. Und du wirst es vielleicht auch im Hinterkopf haben, Blei ist nicht so wirklich toll für unseren Körper. Wie ist das denn jetzt mit den Bio-Tampons? Haben die denn wenigstens ein bisschen besser abgeschnitten? Ja, zum Teil. Barium, Cadmium, Blei, Zink, das wurde alles etwas niedriger gemessen, aber trotzdem gemessen. Andere Metalle dahingehend waren in der mittleren Konzentration aber sogar in den Bio-Tampons höher. Also auch hier, das Bio-Siegel schützt da auch nicht unbedingt vor solchen Konzentrationen. Was auch noch spannend war, man hat gesehen, dass in den Vereinigten Staaten die Konzentration an diesen Metallen höher war als zum Beispiel hier in der EU. Was aber am meisten aufgestoßen ist, ist tatsächlich die Bleikonzentration, die ziemlich hoch waren. Und man muss wissen, Blei ja ist nicht so toll, wissen wir alle. Vor allen Dingen das Schwierige ist, für Blei gibt es keine sichere Konzentration. Das ist ein bisschen wie mit dem Alkohol in der Schwangerschaft. Wir wissen nicht von einer Mindestmenge oder einer Maximalmenge, die dann zu Gesundheitsschäden führen kann. Deswegen ist natürlich jede Bleikonzentration irgendwie gefühlt schon zu hoch für den Körper. Und du fragst dich sicherlich auch, wie kommen denn jetzt gerade bei den Bio-Tampons diese Metalle überhaupt ins Produkt rein? Mal unabhängig jetzt von den Bio-Tampons, bei den synthetischen ist es tatsächlich so, dass manche Hersteller ganz bewusst Metalle verwenden, um so eine antibakterielle Wirkung auch zu erzielen. Denn viele Bakterien mögen Metalle nicht so wirklich und deswegen wird natürlich auch der Geruch, der durch die Bakterien verursacht wird, ein bisschen reduziert. Das kommt sehr gut an bei den Endverbraucherinnen, denn wenn es riecht, dann kauft man dieses Tampon vielleicht weniger als das Tampon, was vielleicht nach einem halben Tag nicht wirklich riecht. Außerdem kann man durch Metalle das Produkt etwas aufhellen, was wiederum bei uns Menschen so einen sauberen Reinlichkeitseffekt im Hinterkopf verursacht. Also ein heller Tampon wird eher gekauft als der etwas verwaschenere, etwas dunkel anmutendere Tampon. Dann gibt es aber auch gerade bei den Bioprodukten Verunreinigung, auch durch die Umwelt, auch durch die Pflanzen, die über die Nährstoffe eben auch solche Metalle aufnehmen, dass man auch gar nicht verhindern kann. Denn wir haben in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich
gut hausiert mit unserer Erde, sodass viele, viele Metalle in kleinsten Verbindungen auch eben im Erdreich stecken und so von den Pflanzen aufgenommen werden und dann auch in so Bioprodukten landen. Auch Abwässer oder die Verwendung von metallhaltigen Pestiziden etc. All das landet natürlich irgendwie in unseren Böden und wird dann entsprechend aufgenommen. Wo ist jetzt eigentlich das Problem? Ich meine, wir haben hier irgendwelche Metallteile, irgendwelche Plastiksachen und trinken aus PET-Flaschen. Das ist doch alles nicht so richtig toll für unseren Körper. Wo ist jetzt das Problem mit so einem Tampon? Großes Problem ist, dass dieser Tampon an der Vaginalwand liegt und diese Vaginalwand unfassbar gut durchblutet ist. Das ist der erste Effekt. Wir haben also fast keine Barriere dazwischen, zwischen Außenwelt und Herz-Kreislauf-System oder eben auch die Blutbahn. Alles, was wir vaginal einführen, das geht auch toll mit Medikamenten und Zäpfchen, ihr kennt das vielleicht auch vom Darm, wird sofort und gut aufgenommen. Zweites Problem ist, wir haben keinen sogenannten First-Pass-Effekt. Wenn ich jetzt die PT-Flasche nehme und irgendwie was trinke, dann kommt das über meinen Magen-Darm erst einmal, First-Pass, über meine Leber. Und diese Leber hat natürlich eine große Funktion, sie entgiftet. Dieser First-Pass-Effekt fehlt eben bei Schleimhäuten wie Mund, Darm oder auch der Vaginalwand. Drittes Problem ist, die Vagina ist ja gefältelt. Ihr könnt euch das vorstellen, ist ein blödes Beispiel, aber so kann man sich es vorstellen wie eine Ziehharmonika. Die ist also zusammengestaucht, relativ kurz, paar 12, 13, 14 Zentimeter. Wenn man die aber auseinanderzieht, dann ist das eine riesige Oberfläche, also eine riesige Vaginalwand, wo eben Stoffe auch sehr, sehr gut und sehr viel aufgenommen werden können. Und diese Zusammenhänge muss man halt wirklich beachten, wenn es um Dinge geht, die man vaginal sehr lange liegen hat. Und dazu gehört eben auch der Tampon. Cool, was mache ich denn jetzt aus diesen Informationen? Hört sich ja nicht gut an, also Tampon dann doch lieber weglassen oder wie ist jetzt die Lage? Ja, das ist eine gute Frage, denn man hat nicht untersucht, ob und inwiefern gesundheitliche Folgen von dieser Metallaufnahme eventuell vonstatten gehen. Man weiß einfach nicht, wie die Langzeitfolgen eventuell sein können. Das ist der erste Punkt, der so ein bisschen unbefriedigend ist. Der zweite Punkt ist, man weiß überhaupt nicht, wie viel von diesen Metallen überhaupt gelöst werden und über die Vaginalwand aufgenommen werden. Also auch das war nicht Teil dieser Studie. Man weiß zwar, in dem Tampon ist was drin, aber inwiefern das dann im Blutkreislauf landet, das wird hoffentlich noch in den nächsten Jahren erforscht. Zudem muss man auch mal was zur Studie sagen. Ja, klingt alles ganz toll und nett, aber die Gesamtmenge, die da untersucht wurde an Tampons, die ist jetzt nicht wirklich groß gewesen. Das heißt, hier ist wieder eine Studie gemacht worden, die ja sehr auf dem Panik-P basiert, also doch ein wenig Panik schüren kann. Ohne dass da jetzt wirklich ein Konsens hinten rauskommt. Ihr hört es schon. Okay, ich habe jetzt ein paar Informationen, das klingt alles nicht toll, aber eine richtige Konsequenz höre ich jetzt nicht raus. Und das muss man bei solchen Studien, die vor allen Dingen so klein sind, eben auch beachten. Nächster Punkt. Es wurden nur 4 Produkte aus den europäischen Ländern untersucht. Nur 4 Produkte. Und davon 0 aus Deutschland. Also es wurde kein einziges Tampon untersucht, was hier in Deutschland vermarktet wird. Weshalb man sich hier in Deutschland oder auch in der EU jetzt nicht wirklich auf diese Studie versteifen kann, weil einfach kein Produkt wirklich nachhaltig untersucht wurde. Und das nächste ist, die untersuchten Metalle waren zwar ja vorhanden, es wurden Konzentrationen gemessen, aber auch nur in geringen Mengen. Weshalb auch das Bundesinstitut für Risikoaufklärung sagt, Leute, ja, die Studie, wir haben sie gelesen, aber bitte, bitte keine Panik, das sind so geringe Konzentrationen. Wir wissen noch nicht mal, ob was aufgenommen wird, wie viel aufgenommen wird und ob es überhaupt Langzeitfolgen dann gibt. Du wirst den Kanal vielleicht hier verfolgt haben, habe ich auch schon einige Videos zu gemacht, wo vielleicht auch Vor- und Nachteile von Tampon liegen, kann ich dir hier gerne nochmal verlinken, das Video. Schau es dir gerne nochmal an. Also die Günste sind jetzt auch nicht die ganz großen Fans, aber es ist auch manchmal einfach unumgänglich, einen Tampon zu nutzen. Gerade wenn man zu sehr, sehr starken Blutungen neigt. Was eine starke Blutung ist, erfährst du in diesem Video und vor allen Dingen, was man dagegen tun kann. Und du hilfst mir total, wenn du mir einfach hier nochmal ein Abo dalässt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.